Ein Leben ohne Krieg, ohne kriegerische Konflikte. Für die Amerikaner war es eine gefährliche psychologische Krise. Sie mussten akzeptieren, dass sie nun wie alle anderen waren. Sie konnten getötet werden. Ich fordere Präsident Khrushchev auf, diese gefährliche Bedrohung des Weltfriedens zu beenden. Wir haben den Atomkrieg nicht mit geschicktem Management verhindert. Es war pures Glück. Es ist unmöglich, so viel Gemeinheit zu ertragen. Selten war die Menschheit so nah am Selbstmord. Ich nenne es Selbstmord, denn es waren Menschen, die das machten. Die amerikanische Version der Geschichte dominiert, damals wie heute. Sie erzählen immer ihre Version, und die ist sehr einfach. Nach dem Wiener Gipfel glaubte Khrushchev, dass Kennedy ein schwacher Mann sei. Deshalb beschloss er, in Kuba Raketen aufzustellen, um das Gleichgewicht der Kräfte zu verändern. Doch Kennedy war gar nicht schwach. Er zeigte seine eiserne Faust und Khrushchev fürchtete sich und rannte davon. Das ist nicht völlig falsch, aber doch eine starke Mystifizierung der Geschichte. Viele wichtige Details sind erst heute entdeckt worden. Oktober 1962. Mit der größten Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg reagieren die USA auf die Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen auf Kuba. 90 Meilen von Florida entfernt. Im Krisenstab dachten die meisten, dass wir unmöglich die Raketen auf Kuba dulden könnten und dass wir deshalb angreifen müssten, um sie da wegzukriegen. In Alaska, in Spanien, England, Marokko, am Nordpol. Überall werden amerikanische Atomwaffen einsatzbereit gemacht. Das größte nukleare Vernichtungspotenzial aller Zeiten. Kennedy will Khrushchev zwingen, die Raketen wieder abzuziehen. US-Außenminister Dean Rusk erklärt, warum. Von diesen kubanischen Stützpunkten aus können Mittelstreckenraketen in die meisten großen Städte der westlichen Welt gefeuert werden. Angesichts dieser möglichen Massenvernichtung kann sich keine Nation des Kontinents mehr sicher fühlen. No country of this hemisphere can feel secure. But we did not know until. Bis in die 90er Jahre wussten wir nicht, dass damals auf Kuba tatsächlich Atomwaffen stationiert waren. Und eine meiner Aufgaben während meiner Arbeit für General Taylor war es gerade, das zu untersuchen. Ich prüfte damals alle Berichte des Verteidigungsministeriums und der CIA. Was Kennedy für die Zukunft verhindern will, ist schon längst Wirklichkeit. Auf Kuba gibt es sowjetische Atomwaffen. Doch Kennedy ist ahnungslos. Good evening, my fellow citizens. Guten Abend, verehrte Mitbürger. Seit letzter Woche gibt es unwiderlegbare Beweise, dass Stationen für Angriffsraketen auf Kuba, dieser in Unfreiheit gehaltenen Insel, errichtet werden. Die Absicht kann dabei nur sein, die Fähigkeit zu einem atomaren Angriff auf die westliche Welt zu erlangen. Zur Verteidigung unserer eigenen Sicherheit und der Sicherheit der gesamten westlichen Welt habe ich, Kraft meiner Amtsgewalt, folgende erste Schritte angeordnet. Gegen alle offensiven Waffensysteme, die auf dem Seeweg nach Kuba gebracht werden, wird eine strikte Quarantäne verhängt.
Es ist die Absicht dieser Nation, jede Rakete, die von Kuba aus gegen jedwede Nation der westlichen Hemisphäre abgefeuert wird, als Angriff der Sowjetunion auf die Vereinigten Staaten zu werten. Dies würde einen vollen Vergeltungsschlag gegen die Sowjetunion zur Folge haben. Ich fordere Präsident Khrushchev auf, diese heimliche, gefährliche und provokative Bedrohung des Weltfriedens zu beenden. Mit Gottes Hilfe werden wir dieses Ziel erreichen. God willing, that goal will be achieved. Die Rede löst Panik aus. Hamsterkäufe, Kriegsangst. Die Angst vor einem Krieg, der nicht fern irgendwo toben könnte, sondern hier auf amerikanischem Boden. Dafür gibt es keine Pläne. Niemand kennt sich mit Atomschutzeinrichtungen aus. Und die Katastrophenübungen sind vollkommen nutzlos. When they saw these missiles, als sie diese Raketen sahen, rasteten sie aus. Sie fingen an, all diese Schutzbunker zu bauen und Nahrungsmittel zu hamstern. Sie waren bereit, die Raketen aus Kuba rauszuholen, auch wenn sie es mit ihrem Leben hätten bezahlen müssen. Die Raketen in Sibirien störten sie dagegen überhaupt nicht. Über die Nachrichtenagentur TASS wird eine Erklärung Khrushchevs verbreitet. Er wiederholt, dass die Raketen auf Kuba ausschließlich gegen einen möglichen Angreifer eingesetzt werden. Er appelliert an Kennedy, Weisheit zu zeigen. Wir bekamen von Malinowski, dem Verteidigungsminister, ein Telegramm. Im Falle einer amerikanischen Aggression, zusammen mit den kubanischen Truppen, mit aller Kraft, aber ohne Einsatz von Atomwaffen, die Aggression abwehren und zurückschlagen. Dieses Telegramm unterstreicht noch einmal, dass die Sowjetunion niemals vorhatte, Atomwaffen einzusetzen, auch nicht im Falle einer Aggression seitens der USA gegen Kuba. Im kubanischen Fernsehen beschwört Castro den revolutionären Kampfgeist. Wir wissen, was wir zu tun haben und wie wir unsere Integrität und unsere Unabhängigkeit verteidigen müssen. Eine Seeblockade in Friedenszeiten war nicht zu rechtfertigen. Die Amerikaner versuchten das zu vertuschen, weil sie wussten, es verletzte das internationale Recht. Es war eine Kriegshandlung, aber sie nannten es Quarantäne, eben weil die Blockade illegal war. Am selben Tag alarmierte Kuba den UN-Sicherheitsrat, um die kriegerischen Aktionen der USA vor der Welt anzuklagen. Doch die Kubaner kommen gar nicht dazu, sich vor der Weltöffentlichkeit zu äußern. Im Sicherheitsrat der UNO beginnt stattdessen der Showdown der beiden Supermächte. Let me ask you one simple question. Lassen Sie mich Ihnen eine einfache Frage stellen, Botschafter Sorin. Bestreiten Sie, dass die UdSSR Mittelstreckenraketen und Stützpunkte auf Kuba hat, ja oder nein? Yes or no? Warten Sie nicht auf die Übersetzung, ja oder nein? Yes or no? Ich befinde mich hier nicht in einem amerikanischen Gerichtssaal. Und deshalb möchte ich auch auf eine Frage, die mir gestellt wird, nicht antworten, als stünde ich vor einem Staatsanwalt. Ich werde Ihnen aber in Kürze eine Antwort geben. Stevenson sagte mir später, es war schrecklich für ihn, es so gemacht zu haben, so undiplomatisch. Dies war für ihn nicht die Art, solche Probleme zu lösen. Er hatte Zweifel an seinem Auftritt. Es war nicht das, was er hätte tun sollen. Ich werde Ihnen jetzt einen Teil der Beweise zugänglich machen. Dieser Installationstyp hier ist geplant für eine Mittelstreckenrakete mit einer Reichweite von ca. 2200 Meilen. Ich habe dem im Augenblick nichts hinzuzufügen. Die Fotos erzielen genau die erwünschte Wirkung. Da die Sowjetunion versucht hat, ihre Raketen heimlich nach Kuba zu bringen, wirkt es, als sei sie jetzt bei einer illegalen Handlung erwischt worden. I
Ich habe alles veranlasst, damit unsere Streitkräfte in der Lage sind, die Quarantäne durchzusetzen. Ab morgen 14 Uhr Greenwich-Zeit. Eine Quarantäne sollte klar machen, dass wir der Sowjetunion nicht erlaubten, militärisches Gerät nach Kuba zu bringen. Das war mein Vorschlag. Er war sehr umstritten. Doch schließlich stimmte der Präsident ihm zu. Das war keine Empfehlung der Militärs. Aber sie konnten wirklich nicht viel gegen die Quarantäne einwenden, weil es ja nur eine Blockade unter anderem Namen war. Sie akzeptierten das. Aber sie sahen es nur als den vorbereitenden Schritt für eine Invasion und nicht als Alternative dazu. Der Blockadering um Kuba wird geschlossen und in Moskau beginnt jetzt das Nachdenken. Was tun? Manche schlugen vor, einfach durchzubrechen. Sollen doch die Amerikaner ruhig mit Kriegshandlungen beginnen. Wir können dann immer noch überlegen, was zu tun ist. In der Kennedy-Administration geraten inzwischen die Zivilisten immer stärker unter den Druck der Militärs. Und in ein Räderwerk, das sich immer schneller in Richtung Krieg dreht. Die Stimmung war sehr, sehr angespannt. Es müssen an die 30 Admiräle im Raum gewesen sein und nur zwei Zivilisten, mein Stellvertreter und ich. Und ich sagte, ist es nicht wahrscheinlich, dass das russische Schiff bis zur Quarantänelinie herankommen wird? Ja. Ich sagte, und was macht ihr, wenn sie nicht anhalten? Wir werden mit den Flaggen Zeichen geben. Und was, wenn sie trotzdem nicht anhalten? Dann feuern wir einen Schuss vor den Bug. Und wenn sie dann immer noch nicht anhalten, was macht ihr dann? Dann werden wir ins Ruder schießen. Was für ein Schiff ist es? Es ist ein Tanker. Und ich sagte, Admiral, es wird unter gar keinen Umständen und aus keinerlei Gründen ein Schuss ohne meine Erlaubnis abgefeuert. Der Punkt war, der Admiral war ein äußerst fähiger und patriotischer Mann. Er war aber ausgebildet, einen Krieg zu führen. Und der ganze Zweck dieser Aktion, unserer Blockade, war es, einen Krieg zu vermeiden. Chruschtschow, der sehr aufgebracht war, entschied sich schließlich und endlich dafür, seine Schiffe zu stoppen. Das war eine sehr mutige Tat. Und gerade das sollte Kennedy zeigen, dass Chruschtschow keinen Krieg will. Am Morgen des 24. Oktober 1962 rechnen viele mit dem ersten Schusswechsel. Da erfährt man im Krisenstab, die sowjetischen Schiffe hätten vor der Blockadelinie gestoppt. Außenminister Dean Rusk sagt zu Robert McNamara, wir stehen Auge in Auge und ich glaube, der Gegner hat gerade geblinzelt. Wir standen dem Feind Auge in Auge gegenüber und er blinzelte. Das bedeutet, wenn du hart bleibst, werden sie nachgeben. Diese Art zu denken führte bald darauf direkt in den Vietnamkrieg, in die Eskalation. Millionen Menschen starben deshalb in Vietnam. Glücklicherweise starben nur ganz wenige Leute bei der Kuba-Krise. Die Amerikaner mögen den Ausdruck, wer zuerst blinzelt, hat verloren. Doch diese Krise war kein kindisches Spiel. Mein Vater sagte, ja, ich habe zuerst geblinzelt, weil man manchmal zuerst blinzelt. Nicht, weil man schwächer ist, sondern weil man weiser ist. Irgendjemand musste diese Entscheidung treffen. Und doch. Kennedy und Chruschtschow verlieren immer mehr die Kontrolle über die Kräfte, die sie mobilisiert haben. Der gefährlichste Moment war für uns irgendwann am 25. oder 26. Oktober. Ab diesem Zeitpunkt wurden wir von der amerikanischen U-Boot-Abwehr verfolgt, die von da an dauernd hinter uns her war. Wir fuhren in etwa 15 bis 18 Meter Tiefe, als wir plötzlich die Explosion einer Granate hörten, ganz nah bei uns. Die
Man warf auf das U-Boot insgesamt 3 Tiefgranaten. Und uns war sofort klar, dass das nach internationalem Recht ein Befehl für das U-Boot ist, aufzutauchen. Der amerikanische Zerstörer fuhr in einem vertikalen Abstand von ungefähr 7 bis 8 Metern über das U-Boot hinweg. Unglaublich nah. Hätte ich nicht rechtzeitig ein Ausweichmanöver eingeleitet und hätte ich nicht vor dem geforderten Auftauchen gezögert, 1 Minute vielleicht oder 2, dann hätte er mich mit dem Schiffskörper gerammt. Er hätte mit seinem Rumpf den zentralen Teil des U-Bootes aufgeschlitzt. War er absichtlich auf diesem Kollisionskurs oder zufällig? Ich weiß es nicht. Ich weiß bis heute nicht, ob der Kommandant des amerikanischen Zerstörers unser U-Boot gezielt versenken wollte oder nicht. Aber es gibt viele Gründe anzunehmen, dass dies alles kein Zufall war. Es war eine psychologisch sehr zugespitzte und angespannte Situation. Und ich kann nicht ausschließen, dass ich irgendwann doch Waffen eingesetzt hätte. Eventuell auch Atomwaffen. Stellen Sie sich vor, dass die sowjetische Besatzung das erste Torpedo benutzt und den Zerstörer mit dem Namen Kennedy versenkt. Und dann wird ein Kampf beginnen. Und schließlich werden sie ein nukleares Torpedo benutzen und den amerikanischen Flugzeugträger versenken, der da in der Nähe ist. Wenn eines unserer U-Boote angefangen hätte, Atomwaffen einzusetzen, wäre das natürlich die erste Voraussetzung für den Beginn eines Atomkrieges gewesen. Der Atomkrieg aber ist nichts anderes als der Untergang der Menschheit. Kuba hat über 270.000 Soldaten mobilisiert. Und Castro ist bereit. Vor allem die tieffliegenden amerikanischen Spionageflugzeuge würde er gern abschießen. Die Kubaner fühlen sich moralisch im Recht. Sind etwa kubanische Truppen auf irgendwelchen fremden Stränden gelandet, um anzugreifen? Nein, sie verteidigten sich, ihre Heimat, ihr Volk. Sie versuchten, eine fremde Aggression zurückzuweisen. Bei einem Angriff hätte es viele, viele Opfer gegeben, leider. Aber hätte Kuba angegriffen oder wäre Kuba angegriffen worden? Rund um den Globus protestieren Menschen, die nicht akzeptieren wollen, dass wegen einiger zusätzlicher Raketen der Dritte Weltkrieg riskiert wird. Sie verlangen Verhandlungen, sofort. UNO-Generalsekretär Utant spricht für mehr als 50 Länder, die dringend eine friedliche Lösung der Krise fordern. In their view, it is important. Nach Meinung dieser Länder ist es wichtig, dass allen beteiligten Parteien genügend Zeit für ein Treffen gegeben werden sollte, um die momentane Lage in der Karibik zu entspannen. Kennedy hat spät nachts noch angeordnet, sofort Leute zu suchen, die eine neue kubanische Zivilregierung bilden könnten, nach der Invasion und der Besetzung Kubas. In diesem Moment erreicht ihn ein erstes Verhandlungsangebot von Khrushchev. Wenn Sie erklären, dass die USA Kuba nicht angreifen werden, dann entfällt der Grund für unsere Raketen dort. The 27th, I'll never forget. Der 27. Ich werde diesen Tag und diese Nacht nie vergessen. Alle 24 Raketenstützpunkte waren fertig, bereit, in 4 bis 6 Stunden auf die USA zu feuern. Der Krisenstab berät, ob man Khrushchev das geforderte Versprechen geben solle, Kuba nicht anzugreifen. Die meisten Berater Kennedys sind dagegen. Da kommt die nächste Nachricht von Khrushchev. Der Ton ist schärfer. Jetzt verlangt er den Abzug der amerikanischen Jupiter-Raketen aus der Türkei. Der Krisenstab ist gegen jede Form von Nachgiebigkeit. Und einige Teilnehmer spekulieren sogar darüber, ob Khrushchev überhaupt noch im Amt ist. Vielleicht hat es im Kreml einen Putsch gegeben. Die zweite Botschaft besagte, nein, wir werden nichts tun.
außer ihr entfernt erstmal eure Raketen aus der Türkei. Und das in ziemlich scharfem Ton. Also gab es zwei Botschaften. Und was uns alle beunruhigte, wer ist verantwortlich? Der Mann, der die erste Botschaft geschickt hat? Oder der Mann, der die zweite Botschaft geschickt hat? Wenn du solche Fragen hast, bist du in größter Gefahr. Viele Dinge geraten außer Kontrolle. Jeder Irrtum kann jetzt dramatische Folgen haben. Wir hatten ein U-2-Aufklärungsflugzeug auf einer Wettererkundung, ziemlich unbedeutend. Doch die Maschine verirrte sich über die Grenze nach Sibirien. Sowjetische Abfangjäger steigen auf, um den Eindringling notfalls abzuschießen. Zu einer Zeit, als die Sowjets ständig nach Hinweisen suchten, ob die USA irgendeinen Angriff auf die Sowjetunion vorbereiteten, hätten sie leicht den Flug der U-2 so verstehen können. Erst in allerletzter Sekunde erkennt der amerikanische Pilot seinen Fehler und dreht ab. Die sowjetische Luftabwehr lässt ihn ziehen. Von alledem erfahren die Bürger in der Sowjetunion fast nichts. Aber auch diejenigen, die informiert sind, bleiben ruhig. Vielleicht habe ich die Gefahr nicht erkannt, doch ich hätte sie erkennen müssen, denn ich arbeitete schließlich für die Raketenindustrie und wusste alles über nukleare Waffen. Aber vielleicht war das eine Art Schicksalsergebenheit, sodass ich über die möglichen Konsequenzen gar nicht nachdenken wollte. Täglich starten in Richtung Kuba die amerikanischen U-2-Spionageflugzeuge. Die kubanische Luftabwehr hat nicht die nötige Reichweite, um sie abzuschießen. Und den sowjetischen Truppen auf Kuba hat Moskau genau dies strikt verboten. Wir schickten ein hochfliegendes Aufklärungsflugzeug nach Kuba. Obwohl wir wussten, dass Khrushchev es abschießen konnte, glaubten wir dennoch, dass er es nicht abschießen würde. Außer er wäre auf Eskalation der Krise aus. In diesem Falle hätten wir zurückschlagen müssen. Wir hatten also beschlossen, falls es abgeschossen wird, führen wir einen Vergeltungsschlag. Die Russen berieten sich, abschießen oder nicht. Es blieben nur 2 Minuten, dann würde das Flugzeug aus unserem Luftraum verschwunden sein. Einer ihrer Artillerieoffiziere hat es schließlich entschieden. Er drückte den Knopf. Es sah wie ein klares Zeichen aus, dass er eine Eskalation beabsichtigte. Und deshalb hätten wir eigentlich militärisch antworten müssen. Ein nationales Fest. Man konnte sich doch nicht einfach so ausspionieren lassen, so ganz ohne Gegenwehr. Es gab eine große Begeisterung, eine sehr große. Für meinen Vater war das ein Zeichen dafür, dass die Situation außer Kontrolle geriet. Dabei wollte er doch, dass die Krise friedlich gelöst wird. Als das Flugzeug dann abgeschossen wurde, sagte er: Nein, nein, lasst uns nicht angreifen. Ich bin überzeugt, der Grund für diese Entscheidung war, dass die Stabschefs glaubten, am kommenden Montag würde sowieso der Krisenplan gegen Kuba umgesetzt werden und es würde einen groß angelegten Angriff auf die gesamte Flugabwehr auf Kuba geben. So entschied er: Okay, wir haben einen Plan, der ab Montag umgesetzt wird. Also werde ich heute erstmal nicht angreifen. Black Saturday. Die Stimmung im Krisenstab schwankt zwischen Panik und Galgenhumor. Thank you.
Im Weißen Haus gab es das Gerücht, dass der Präsident in den Bunker gehen würde. Und ich wäre dann wahrscheinlich auch gegangen. Meine Frau hatte einen Briefumschlag. Ich sagte ihr, sie solle ihn nicht öffnen, außer wenn ich ihr Bescheid sage. In jener Nacht rief ich sie an und sagte ihr, wenn sie noch einen Anruf von mir bekommt, soll sie die Kinder ins Auto packen und nach Missouri fahren, wo meine Eltern lebten. Ich war überzeugt, dass wir kurz vor einem Krieg standen. Inmitten seiner Leute ist der Präsident allein. Sein Drohpotenzial ist erschöpft. Der nächste Schritt hieße Krieg. Alle um ihn herum wollen, dass er diesen Schritt macht. Was als Revanche gedacht war, führt jetzt in den Dritten Weltkrieg. Kennedy will aber keinen Krieg. Jetzt kann ihn nur noch einer retten. Khrushchev, sein Feind. Kennedy schickt seinen Bruder Robert zu einem Treffen mit Botschafter Dobrynin. Dieses Treffen wird jahrzehntelang ein Geheimnis bleiben. Er kam herein und sagte, Herr Botschafter, die Lage ist äußerst angespannt. Eine Ihrer Raketen hat gerade eines unserer Flugzeuge abgeschossen. Unsere Generäle dringen auf einen Vergeltungsschlag. Wenn wir bombardieren, dann werden sie zurückschlagen. Was können wir also tun? Ich sagte, wie steht's mit den Raketen in der Türkei? Er überlegte einen Moment und sagte, wenn dies das einzige Problem ist, das einer Einigung im Weg steht, bin ich befugt, im Namen des Präsidenten unser Einverständnis zu erklären. Kennedy erbittet sich nur eines, dass die Sowjets dieses mündliche Zugeständnis niemals öffentlich machen. Also den Zusammenhang zwischen dem Abzug der Jupiter-Raketen und der Kuba-Krise niemals verraten. Als wenige Wochen nach der Kuba-Krise das Life-Magazin diesen Erfolg betonte, also wie unnachgiebig und hart Kennedy die Krise gemanagt habe, da ging der sowjetische Botschafter Dobrynin zum Bruder des Präsidenten und sagte, nein, 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 Sie wissen doch, dass es nicht so war. Und Bobby sagte, aha, aber wenn Sie versuchen, das der Welt zu erzählen, dann werde ich sagen, dass Sie lügen. Die Sowjets wussten nicht, wie man mit der Presse umgeht. Die Amerikaner wussten es sehr gut. The Americans knew how to spin the press. Während der nächtlichen Gespräche in Washington ist es in Moskau schon Sonntagmorgen. Khrushchev verstand sehr gut, dass die Gefahr, die wirkliche Gefahr eines Atomkrieges bestand. Er fasste das Ganze nicht einfach als politisches Spiel auf. Am 27. Oktober aber war ihm bewusst, dass die tatsächliche Gefahr einer atomaren Katastrophe bestand. Deshalb machte sich bei ihm selbst und bei den Leuten in seiner Umgebung Nervosität bemerkbar. Sie erhielten laufend Nachrichten. Die erste Nachricht war von Dobrynin. Und die Interpretation meines Vaters mag vielleicht anders als die von Dobrynin sein. Mein Vater erzählte, dass Dobrynin sich am späten Abend mit Robert Kennedy getroffen hat. Kennedy war blass, hatte ganz rote Augen und war sehr müde. Er sagte, wir sitzen da und wissen nicht, was wir tun sollen. Der Druck auf den Präsidenten von Seiten des Militärs wächst und der Präsident ist nahe dran, nachzugeben. Das war für meinen Vater das Signal zum Handeln. Let's do something. Unser Botschafter in Havanna, Alexejew, schickte ein Telegramm. Fidel Castro sei vollkommen aufgeregt. Durch Alexejew lässt er Khrushchev ausrichten, er solle sofort einen Präventivschlag gegen die USA führen, denn der amerikanische Angriff gegen Kuba stehe unmittelbar bevor. Khrushchev solle deshalb auch vor einem atomaren Erstschlag nicht zurückschrecken. Trojanowski, der Assistent, hielt den Ratschlag Castros für einen schlechten Scherz. Es klang aber ganz ernst, und so präsentierte er es meinem Vater.
Es war nicht wichtig, was wirklich in dem Brief stand. Wichtig war, wie sie ihn lasen. Nikita hat diesen Brief so interpretiert, um seine Entscheidung zu rechtfertigen. Aber es ist eine falsche, tendenziöse Interpretation. Auf diese Weise konnte er rechtfertigen, die Raketen abzuziehen, ohne mit den Kubanern überhaupt zu sprechen. Die Kubaner waren ja verrückt. Sie schlugen vor, den Weltkrieg zu beginnen. Und mit Verrückten spricht man gar nicht erst. Man nimmt ihnen die Raketen aus der Hand. Um 17 Uhr Moskauer Zeit, 9 Uhr früh in Washington, lässt Chruschtschow über Radio Moskau den einseitigen Abzug der Raketen aus Kuba verkünden. Über Kennedys Gegenleistung sagt er kein Wort. Und mein Vater rief an und sagte, dass sie jetzt fertig wären. Ich werde euch abholen und nach Moskau mitnehmen. Wir werden alle ins Theater gehen. Wir wollen unserem Volk und der ganzen Welt zeigen, dass die Krise vorbei ist und es nun nichts mehr zu befürchten gibt. Chruschtschow hat seine Angst verborgen. Die Angst, mit dem nächsten Schritt in den Abgrund zu stürzen. Denn er weiß, anders als Kennedy, wie nah man wirklich am Abgrund stand. Zu dem Zeitpunkt hatte Chruschtschow Angst, dass wir angreifen würden und wollte deshalb Zeit gewinnen und die Gefahr verkleinern. Er schickte einen Mitarbeiter zum öffentlichen Radiosender in Moskau und sagte, halten Sie die Leitung frei, in Kürze kommt eine wichtige Nachricht. Er lässt sich zu seinem Sieg gratulieren. Man muss eben gegen die Kommunisten hart bleiben, sagt Eisenhower am Telefon, dann werden sie gefügig. Es ist Kennedys größter Triumph als Präsident. Eine Umfrage zeigt, dass 88% der Amerikaner ihn wegen seiner Unerschrockenheit und Härte bewundern. Und niemand ahnt, dass Chruschtschow ihm diesen Sieg geschenkt hat. Chruschtschow akzeptierte es tatsächlich, in den Augen der Weltöffentlichkeit weniger erreicht zu haben, als er tatsächlich hatte. Er willigte sogar ein, das Angebot der USA, die Raketen aus der Türkei zu entfernen, niemals öffentlich zu machen. Chruschtschow wusste mehr als wir. Er wusste, dass es auf Kuba atomare Sprengköpfe gab, taktische Sprengköpfe für den Einsatz gegen unsere Invasionstruppen und strategische Sprengköpfe, gerichtet auf Großstädte an der amerikanischen Ostküste. Eine Gefahr für 90 Millionen Amerikaner. Sie hatten dort auf Kuba über 100 taktische Atomsprengköpfe, viele Bomben. Sie hatten Marschflugkörper, Kurzstreckenraketen und Antischiffsraketen. Wenn die uns angegriffen hätten, wären alle diese Dinge eingesetzt worden. Die Sowjets waren bereit zu sterben, aber auch bereit, all ihre Feinde zu vernichten. Stellen Sie sich vor. 150.000 Amerikaner tot und alle Schiffe gesunken. Das würde dem Weißen Haus berichtet werden. Invasion gescheitert. Wir haben mehr Verluste als im Zweiten Weltkrieg. Es wäre eine sehr schwere Entscheidung für den Präsidenten geworden. Wir wissen nicht, wie er entschieden hätte. It is wrong to say. Es ist falsch zu behaupten, wir hätten ganz geschickt einen Atomkrieg verhindert. Es war pures Glück. Die Entscheidungen beider Seiten waren beeinflusst von Fehlinformationen und Fehlkalkulationen. Und so etwas kann niemals vermieden werden. Wir hatten mehr Glück, als wir dachten, weil wir das Schlimmste vermieden haben. Aber ich zögere, wenn ich das sage, denn die Krise war mit Chruschtschows Erklärung doch noch nicht ganz vorbei. Wir wussten ja immer noch nicht, ob die Sowjetunion wirklich meinte, was sie sagte. Das Weiße Haus lässt durch Pressesekretär Salinger verkünden, dass die Seequarantäne weiter besteht und dass die Luftaufklärung alles beobachten wird, was auf den kubanischen Stützpunkten geschieht.
Herr Präsident, ich reiche heute dem Sicherheitsrat eine Resolution ein, mit der ein Ausweg gefunden werden soll. Diese Resolution bevollmächtigt den Generalsekretär, eine Gruppe von UNO-Inspektoren nach Kuba zu entsenden, um die Einhaltung der Abmachungen zu kontrollieren und zu sichern. Wir konnten den Vorschlag, den Abzug der Raketen in Kuba durch Inspektoren zu kontrollieren, nicht akzeptieren. Wir hätten es nur in gleichberechtigter Form akzeptiert. Inspektion der Lager der Exilkubaner im Süden der USA und in Puerto Rico durch die UNO. Das wurde wiederum von den USA abgelehnt. Also passierte gar nichts. Keine Inspektion in Kuba und außerdem wozu auch. Die Raketen wurden schon abgezogen und die Amerikaner kontrollierten auf dem Meer die Schiffe. Diesmal stehen die Raketen auf Deck. Was so heimlich nach Kuba kam, wird öffentlich wieder abtransportiert. Nur die Atombomben, von denen im Westen niemand etwas weiß, bleiben noch viele Monate in Kuba. Kennedy wird 6 Monate später die Jupiter-Raketen in der Türkei für vollkommen veraltet erklären und sie abbauen lassen. Anfang November 1962 kommt Anastas Mikoyan, Khrushchevs Stellvertreter, nach Kuba. Castro weigert sich, seinen alten Freund am Flughafen abzuholen. Die Kubaner fühlen sich von der Sowjetunion übergangen. Nikita hätte sagen können, ich bin einverstanden, die Raketen abzuziehen, aber reden wir erst mal mit den Kubanern. Eine Dreierkonferenz, in der UNO oder wo auch immer. Wir hätten aber mehr gewollt als nur das Versprechen der USA, Kuba niemals anzugreifen. Die Wirtschaftsblockade war und ist eine Form der Aggression. Die Basis in Guantanamo ist gegen unseren Willen. Also in so einer Konferenz hätten wir vielleicht einen Modus vivendi für eine friedliche Koexistenz gefunden. Castro und Mikoyan versuchen, eine gemeinsame Linie zu finden. Aber Kennedy fordert jetzt immer mehr. Zum Beispiel die Rückgabe einiger alter Iljuschin-Flugzeuge, die Khrushchev Castro geschenkt hat. Wir sagten Mikoyan, dass die Amerikaner immer mehr verlangen würden, wenn man ihnen einmal nachgibt. Und so kam es auch. Sie verlangten, wir sollten die Iljuschin 28 zurückgeben. Und Mikoyan sagte zuerst, nein, 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 zum Teufel mit den Imperialisten, die Iljuschin bleiben hier. Aber nach 2-3 Tagen musste er sagen, dass die sowjetische Regierung auch bei den Iljuschin 28 nachgeben wollte. Die Kubaner stimmen schließlich zu. Sie wissen jetzt, was sie für die sowjetische Führung wirklich sind. Bauern auf einem Schachbrett. Ich wurde heute von Präsident Khrushchev in Kenntnis gesetzt, dass alle Iljuschin 28-Bomber in den nächsten 30 Tagen von Kuba entfernt werden. Ich habe den Verteidigungsminister beauftragt, die Seequarantäne aufzuheben. Und lassen Sie mich noch etwas hinzufügen. Wir werden der Sache der Freiheit auch in den kommenden Jahren weiter dienen. Die im Zusammenhang mit der Krise im Karibischen Meer entstandene unmittelbare Gefahr eines thermonuklearen Weltkrieges ist abgewendet. Unser Volk, unsere Partei können stolz sein auf die Ergebnisse ihres entschiedenen Handelns in diesen dramatischen Tagen. Die Geschehnisse haben bewiesen, dass die Kräfte, die sich für den Frieden einsetzen, auch in der Lage sind, die gefährlichsten internationalen Krisen zu meistern und die imperialistischen Aggressoren in Schach zu halten. Beide Seiten hatten verstanden, dass wir uns wirklich gegenseitig vernichten können. Wir dürfen dieses Spiel nicht spielen. Das verstanden sie nun. Sie schufen den heißen Draht für eine schnellere Verständigung. Sie unterzeichneten einen Vertrag zum Verbot von Atomwaffentests. Sie kamen einer Abrüstung sehr nahe.
Es gab viele andere Vereinbarungen, denn beide wollten eine weitere Krise verhindern. Und danach gab es auch keine vergleichbare Krise mehr. Die Vorstellung, dass wir solche Ereignisse kontrollieren könnten, ist absurd, ein Mythos. Die einzige Lektion dabei ist, solche Krisen zu vermeiden. Vernünftig handeln zu können, wenn man am Abgrund steht, mit Atomwaffen, ist ein Irrglaube. Caballero, no hay razón, ay, que no hay razón, caballero, de que se le pongan peros a nuestra revolución, al que asome la cabeza duro con él. Und Kuba? Die Bedrohung hört nicht auf. Eisenhowers und Kennedys Handelsembargo bleibt bestehen. Bis heute. Die kubanische Gesellschaft militarisiert sich. Nichts war gelöst. Eine direkte Invasion wurde zwar verhindert, aber sie blieb latent immer möglich. Und schon im Januar 1963 haben sie wieder versucht, Bomben zu legen. Auf dem Platz der Revolution, bei einer großen Veranstaltung, um die Führer der Revolution in die Luft zu jagen. Das blieb immer ein Teil unseres Lebens. Weihnachten 1962 schickt Castro die Gefangenen der Schweinebucht zurück. Und Kennedy droht wieder. Ich versichere Ihnen, dass diese Flagge dieser Brigade in einem freien Havanna übergeben wird. Castro im Jahr nach der Krise in Moskau. Ein Mann, der sein Land unabhängig machen wollte und der doch nur zwischen zwei Supermächten wählen konnte. Es lebe Kuba. Es lebe der Kommunismus. Vaterland oder Tod. Wir werden siegen.